von der Universität Passau und zusammen mit einigen meiner Kollegen, die, deren Namen Sie in der Überschrift lesen können und die hier unter Ihnen sind, nämlich die Katrin Bauer, Hanna Kubak, Thorsten Eichele und Florian Kreiner, möchte ich Ihnen unser Projekt Upgrade, Hochschullehrer auf den Punkt, vorstellen. Und es soll in den kommenden Minuten darum gehen, kurz was zum Hintergrund zu sagen, zur Ausgangssituation, zu unseren Zielvorstellungen für das Ganze, zur Umsetzung, das wird den Hauptteil ausmachen, und ein bisschen Fazit und Ausblick zu dem Ganzen. Noch ein kleiner Hinweis, ich sehe nur meine eigene Präsentation auf dem Bildschirm aufgrund der technischen Gegebenheiten und kann nicht sehen, wenn es Probleme gibt. Meine Kollegen sind aber bereit, im Chat Fragen zu beantworten. Wenn Sie währenddessen Fragen haben oder Anmerkungen, schreiben Sie einfach in den Chat und es wird Ihnen jemand antworten. Und gegebenenfalls muss man mich per Stimme auffordern, anzuhalten, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Auf zum Hintergrund, ganz kurz. Das Projekt bzw. das kleine Teilprojekt Upgrade stammt aus dem großen hochschuldidaktischen Verbundprojekt QADIS, Qualität digital gestützter Lehrer an bayerischen Hochschulen steigern. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes hochschuldidaktisches Projekt, das aus 15 hochschulischen Partnern besteht und jetzt das dritte Jahr läuft, von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Und daran gibt es drei Projektsäulen, nämlich eine Open Educational Resources, zweisprachig barrierearm für den hochschuldidaktischen Weiterbildungsbetrieb zu erzeugen, also mit der Zielgruppe Trainerinnen und Trainer. Das ist der Hauptteil des Projekts. Es gibt einen Teil, den hochschuldidaktischen Diskurs zu befördern und es gibt einen Teil, den Transfer von Innovationen in die Lehre zu unterstützen. Und diese Transferunterstützung wird durch die Lehrwerkstätten abgedeckt und ist damit eine der Säulen, die wir im Projekt haben. Ganz konkret ist unser Auftrag gewesen, das Entwickeln, Erproben und Evaluieren von Werkstattformaten, um Lehrende in Kleingruppen praxisbezogen zu beraten. Kurz was zur Ausgangssituation, weil das nicht in allen Bundesländern gleich organisiert ist. Die Hochschuldidaktik in Bayern ist teilweise zentralisiert für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es das Bayerische Zentrum für innovative Lehre, das für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Hochschuldidaktik zentralisiert. Bei den Universitäten wird es per Standort geregelt. Das heißt also, dass es da auch ein entsprechend heterogenes und standortgerechtes Angebotsspektrum gibt. Für Werkstattformate besteht tendenziell eine relativ schwache Nachfrage und wir hatten natürlich durch die Pandemie auch nochmal einen ganz großen Einbruch an Teilnehmerzahlen, der auch ein Teil ausschlaggebend war, um dieses Projekt Upgrade zu initiieren. Was wir uns vorgestellt haben, war, dass wir eine Dienstleistung für Lehrende anbieten wollen, die individuell in Anspruch genommen werden kann, die sich sehr klar auf realistische und definierbare Anliegen der Lehrenden bezieht, die den Aufwand der Lehrenden in Grenzen hält, beziehungsweise für die Lehrenden ein lohnenswertes Angebot darstellt und letzten Endes zu einer tatsächlich auch wahrnehmbaren und wirksamen Veränderung in der Praxis der Lehrenden führen soll. Zugleich war das natürlich für uns auch ein Praxisfeld der Hochschuldidaktik. Wir wollten auch methodenoffen agieren, also sehr auch für das, was wir anbieten, flexibel und partizipativ vorgehen. Wir hatten geplant, Hochschuldidaktiker aus unterschiedlichen Standorten, so wie wir jetzt auch heute hier vor Ort sind, zusammenzuführen. Denn jeder von uns hat andere Schwerpunkte, andere Expertisen und die wollten wir auch den Teilnehmenden zugänglich machen. Und natürlich auch den produktiven Austausch zwischen den Teilnehmenden als Peers fördern und uns als Profis auf Augenhöhe mit den Lehrenden begegnen.
Die Umsetzung beginnt quasi mit dem Team ab. Wir haben angefangen an der Uni Passau ganz allein und dann sind wir ganz schnell auf 5 Universitäten gewachsen im Jahr 2022 und im letzten Jahr dann auf 6 Universitäten und haben zuletzt eine Upgrade-Werkstatt im April durchgeführt. Die Umsetzung sieht folgendermaßen aus. Wir bieten eine Woche lang am Block jeweils eine Sitzung, 2 Stunden Dauer pro Tag an. Und teilen uns als HochschuldidaktikerInnen die Betreuung dieser Sitzungen. Eine Person ist für die Moderation verantwortlich. Das ist auch jeweils die Person, die die Sitzung plant und leitet und auch entsprechende Entscheidungen trifft, wie die Sitzung ablaufen soll. Und es gibt mindestens eine Person, die die Administration durchführt. Das heißt also, die Technik betreut, gegebenenfalls auch im Chat URLs zur Verfügung stellt oder Anmerkungen macht. Und es gibt gegebenenfalls, wenn Personen verfügbar sind, auch noch jemanden, der Recherche betreibt, um zum Beispiel, wenn Plenumsdiskussionen oder Kleingruppendiskussionen stattfinden, den Beteiligten unter die Arme zu greifen mit hilfreichen Links bzw. Hinweisen auf Quellen oder weitere Ressourcen. Wir haben die Kursverwaltung zentralisiert. Die lief zunächst mal über die Universität Passau und wir haben dann aber gesagt, wir geben die quasi ins Netzwerk PLP, Profilehre Plus, das ist quasi der Interessenverbund der Bayerischen Hochschuldidaktiker, die auch ein System zur Betreuung bzw. Verwaltung von Veranstaltungen haben und haben das dort eingepflegt, sodass prinzipiell jeder beteiligte Standort, also zunächst mal prinzipiell jeder Standort beteiligt sein kann und auch jeder der beteiligten Standorte auch im Turnus, zumindest in der Theorie, auch die Verwaltung der Veranstaltung im System übernehmen kann. Bei der Werbung haben wir auch standortübergreifend ein einzelnes gemeinsames Material benutzt und das dann entsprechend standortmäßig in unsere Kommunikationskanäle eingespeist. Das kann zum Beispiel so aussehen, also auf der linken Seite sehen Sie ein Kachelbild, das wir für LinkedIn oder Instagram benutzen oder jeden Kanal, in dem sowas passt. Auf der rechten Seite ein Flyer, den wir auch gemeinsam benutzen und immer nur aktualisieren mit den neuesten Informationen zum jeweils nächsten Werkstattblock. Damit sparen natürlich die einzelnen Standorte auch eine ganze Menge Ressourcen, weil wir auf die gleichen Grundstrukturen zurückgreifen können. Das ist jetzt die Information, die auf dem Flyer für den letzten stattgehabten Block zu sehen war. Sie sehen also, es sind bis zu 5 Sitzungen. Die Zeiten sind dort angelegt. Wer eine Zertifizierung haben möchte nach dem Hochschulzertifikat in Bayern, der muss mindestens 2 Sitzungen teilgenommen haben. Und die Zertifizierung ist aber keine Voraussetzung. Also man kann auch nur zu einer Sitzung kommen, wenn man nicht daran interessiert ist, für das Zertifikat Arbeitseinheiten zu erwerben. Hier ist mal ein Ausschnitt aus unserem internen Betreuungsplan. Der sah also diesen April so aus, dass wir festgelegt haben, wer wird wann da sein bzw. nicht da sein und wer wird welche dieser Funktionen, die ich vorhin erwähnt habe, in den jeweiligen Sitzungen übernehmen. Zur Vorbereitung der Teilnehmer haben wir eine standardisierte Begrüßungs-E-Mail formuliert, die die Teilnehmenden mit einer Woche Vorlauf erhalten. Dort wird verwiesen auf Informationsvideos, die wir bei YouTube hochgeladen haben und extra für diesen Zweck auch gedreht haben. Dazu gleich noch was. Wir erläutern kurz das Format, damit die Lehrenden, die teilnehmen wollen, nicht überrascht sind davon, wie es in der Lehrwerkstatt abläuft. Und wir fragen eine Selbstauskunft ab. Wir fragen das eines oder höchstens 2 konkrete Anliegen der Lehrenden ab, die sie in der Werkstatt gern bearbeiten würden. Und wir fragen nach Terminen, an denen sie die Werkstatt voraussichtlich besuchen werden, damit wir ein bisschen eine Grundlage haben, auch unsere eigenen Ressourcen zu planen. Und wir schicken natürlich dann den Link zum Meetingraum. Einige Stunden bis zu einem Tag Vorlauf gibt es dann dazu nochmal eine Erinnerungsmail, wo wir uns auf die Abfrage des konkreten Anliegens kaprizieren, weil das das Wichtigste ist, um uns auch vorzubereiten.
Und wir erinnern dann nochmal an das Meeting. Hier kurz zu den Videos. Also wir haben eine Playlist erstellt. Wir haben insgesamt drei Videos erstellt, in denen wir erklären, was Upgrade ist, wie das funktioniert und was wir von den Teilnehmenden brauchen in der Vorbereitung. Die Idee zu dem Video hatten wir, weil wir auf die herkömmliche Weise mit Schriftstücken nicht so furchtbar gut vorangekommen sind. Das heißt, dass wir Teilnehmende in den Sitzungen dann häufig auch nochmal intensiver erklären mussten, was sie eigentlich mitbringen sollen. Von daher haben wir das dann in Videoform umgesetzt und haben zumindest jetzt das ist erst einmal zum Einsatz gekommen, von denen, die es sich angeschaut haben, eine durchaus positive Rückmeldung erhalten. Grundsätzlich findet die Kernarbeit auf einem Miro-Board statt, das wir anonym eingerichtet haben. Das heißt, die Teilnehmenden gehen da mit Nummern in das Board hinein, damit wir keine Datenschutzprobleme bekommen. Die sollen auch keine persönlichen Angaben machen. Jeder Teilnehmende, der das Board zum ersten Mal betritt, der bekommt diese Hinweise angezeigt. Das heißt also, das Board wird auf diese beiden Frames zentriert. Das sind die wesentlichen Punkte erstmal aufgeschrieben und gleich daneben gibt es quasi das Board für die Eintragung der voraussichtlichen Termine. Sie sehen hier, wir haben virtuelle Teilnahme und Vor-Ort-Teilnahme angeboten. Das heißt also, dass die Lehrwerkstatt im Prinzip hybrid angeboten wird. Wir sind allerdings inzwischen zu der Einschätzung gekommen, dass es sinnvoller ist, die Lehrwerkstatt ausschließlich virtuell anzubieten, weil es sehr, sehr schwer ist, in einem hybriden Setting alle Teilnehmenden und alle Trainerinnen und Trainer wirklich gleichwertig einzubinden und zu administrieren. Und wir können auch bisher keine negativen Auswirkungen feststellen. Die Teilnehmenden schreiben ihr Anliegen auch auf eine Notiz in dem Miro-Board und man sieht hier quasi, da wo es ganz links oben geht's los, das ist quasi so die Grundstruktur und die zweite Notiz ist eine Fragestellung. Die grüne Notiz, da hat eine andere Teilnehmerin oder Teilnehmer eine Anmerkung dazu gemacht. Dazu ermutigen wir die Teilnehmenden, um ihre Peers einfach zu unterstützen, wenn sie eine Idee haben und ihnen da einfach Notizen zu hinterlassen, wenn Sie das möchten. Bei den Präsenzsitzungen, die finden dann in der Form statt, dass sehr, 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 sehr kurz die Anliegen aller Anwesenden nochmal dargestellt werden, damit alle über alle Bescheid wissen. Dann macht die Moderatorin bzw. der Moderator des Tages Vorschläge zum weiteren Vorgehen. In der Regel ist das ein Austausch über Anliegen, die miteinander in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis stehen oder von dem wir das glauben oder die Teilnehmenden das glauben. Die gehen dann in Breakout Rooms und können alleine diskutieren oder sich jemanden von uns mit dazu nehmen. Das dürfen die entscheiden. Die können auch erstmal alleine in den Breakout-Raum gehen und nach 10 Minuten sagen, okay, wir hätten jetzt gerne noch eine Expertise aus der Hochschuldidaktik dazu. Es kann auch sein, dass nur sehr wenige da sind oder dass sich sehr viele Anliegen auch gleichen. Dann kommt es auch zur Besprechung der einzelnen Anliegen nacheinander im Plenum. Und wir haben jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, während der Gruppen- und Plenumsarbeit auch Einzelarbeit zuzulassen. Wenn einzelne Teilnehmende zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt eine Viertelstunde lang Input bekommen für mein Anliegen und ich würde jetzt gerne ein bisschen was umsetzen. Das funktioniert also auch alles in einer Zoom-Sitzung in entsprechenden Breakout-Räumen. Und die Moderation ist dann dafür zuständig, entsprechend die Zeiten zu planen und dann die Phasen des Austausches auch zu wechseln. Das ist also ein bisschen wie ein offener Unterricht aufgebaut. Die Teilnehmenden sollen zur Dokumentation ein sehr, sehr schlichtes Arbeitsprotokoll führen. Also was habe ich heute erreicht? Was will ich noch erreichen? Das war es im Grunde genommen. Und wie wir vorhin gerade gesehen haben, die Teilnehmenden entwickeln ihre eigenen Notizen weiter und gegebenenfalls bekommen sie auch Impulse von anderen dazu. Wir evaluieren die Lehrwerkstatt, nicht nur diese, nicht nur Upgrade, sondern wir evaluieren alle Lehrwerkstätten, die im gesamten Projekt Quadis stattgefunden haben, durch im Moment noch eine stehende Umfrage bei Unipark.
Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die Folien vertauscht. Tatsächlich. Also hier ist quasi die Arbeitsdokumentation. So sieht die aus. Und ich komme gleich nochmal auf die Evaluation zurück, zuvor, aber wie ich schon gesagt habe, die hybride Durchführung ist ziemlich problematisch, weil einfach die Teilnehmenden dort nicht in einen gleichberechtigten Austausch kommen. Also gleichberechtigt nicht personal, sondern technologisch. Und das wirkt sich letzten Endes auch auf die Möglichkeiten aus, die Anliegen der einzelnen Teilnehmenden adäquat zu adressieren. Eine zweite Schwierigkeit ist die wirksame Kommunikation des Angebotsformats. Deswegen die Videos. Wir hoffen, dass das in Zukunft also einen besseren, größeren Erfolg haben wird, die Teilnehmenden darauf vorzubereiten, sodass wir die Sitzungen zur Problemlösung nutzen können und nicht erst sehr viel zur Struktur erklären müssen. Die Teilnehmenden haben oftmals Schwierigkeiten, ihre eigenen Anliegen im Vorfeld klar zu formulieren. Das ist aber natürlich in der Hochschuldidaktik ein Standardproblem. Das muss man einfach üben und mit zunehmender Kompetenz bekommen die das auch zunehmend besser hin. Die Arbeitsfortschritte stringent zu dokumentieren, da haben wir uns tatsächlich auf diese Kurzform geeinigt, weil längere Dokumentationen sind auch mit den meisten Teilnehmenden gar nicht zu machen, weil die natürlich ein Problem lösen wollen und nicht darüber schreiben, wie sie das gelöst haben. Nochmal zurück zur Evaluation. Wir haben nach der Effizienz auch ein bisschen geschaut. Also für Trainerinnen und Trainer stellt sich natürlich die Frage, ist das nicht ein Riesenaufwand, den man da betreibt? Ja, ist es. Ohne die bestehenden Vorstrukturen, wie wir sie jetzt liefern, wie wir sie jetzt aufgebaut haben und auch öffentlich zur Verfügung stellen, ist das tatsächlich ein sehr großer Aufwand. Wie gesagt, wir haben jetzt 2 Jahre daran gearbeitet, dieses Format vernünftig aufzubauen. Der Durchführungsaufwand ist allerdings nicht wirklich höher, als das für lokale Einzelberatungen der Fall wäre, die ja in der Hochschuldidaktik auch angeboten werden. Wir haben hier einfach den Vorteil, dass wir Expertise bündeln, nicht nur unsere eigene, sondern auch die der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich dann auch, ich bin jetzt beim 6. Punkt ganz unten, auch sehr flexibel untereinander beraten können und auch nur so lange beraten lassen müssen, wie sie selber glauben, dass das für sie gut ist. Sie können also teilnehmen oder auch nicht teilnehmen. Die Sitzungen finden statt, sofern jemand angemeldet ist. Beziehungsweise angemeldet heißt, ich habe auf dem gelben Zettel im Miro-Board geschrieben, ich komme. Also das ist die Anmeldung. Mehr ist da nicht dabei. Und von daher können wir über die Effizienz grundsätzlich sagen, dass jetzt nach dieser Phase der Einarbeitung und Vorbereitung der Strukturen man eigentlich nicht von einem ineffizienten Format sprechen kann. Und das bestätigen auch die Teilnehmenden in ihren Rückmeldungen. Bei der Akzeptanz ist es so, dass wir von den Teilnehmenden auch die Rückmeldung bekommen haben, dass sie den Austausch, das Peer-Feedback und das gemeinsame Arbeiten tatsächlich sehr schätzen, dass sie auch regelmäßig neue Ideen und Impulse mitnehmen und kennenlernen. Das betrifft allerdings nicht nur Upgrades, sondern das betrifft auch die anderen Lehrwerkstätten, die im Projekt durchgeführt und evaluiert wurden. Die Teilnehmenden finden es sehr wertvoll, dass sie über ihre eigene Fachdisziplin und beziehungsweise auch ihre Standortkultur hinausschauen können bei diesen kollaborativen Sitzungen, dass spezifische Probleme bearbeitet werden und dass sie das wirklich sehr, sehr flexibel handhaben können. Also wenn ich am Dienstag sage, ich komme am Mittwoch und ich merke dann, das geht nicht, ich komme erst am Donnerstag wieder, dann geht das auch ohne Probleme. Also auch ohne Probleme für uns als Trainerinnen und Trainer. Die Klientel, die letztlich diese Lehrwerkstatt oder Lehrwerkstätten auch aufsucht, sind in der Regel Leute, die Lehrerfahrung haben, aber relativ wenig Didaktikexpertise beziehungsweise Didaktikexpertise, von denen sie sich eine gewisse Optimierung erhoffen. Die professorale Ebene ist unterrepräsentiert. Ich glaube, das ist nichts Neues in der Hochschuldidaktik. Das ist, glaube ich, an allen Standorten so. Und
Erstaunlicherweise konnten wir feststellen bei der Evaluation, dass die allermeisten, damit meine ich tatsächlich die allermeisten Teilnehmer, sehr, sehr zufrieden mit ihren Arbeitsergebnissen waren. Das ist ein Ergebnis, auf das wir, glaube ich, stolz sein können. Und das häufig in Lehrveranstaltungen in dieser Form, also in Weiterbildungslehrveranstaltungen, nicht erreicht werden kann. Und zu guter Letzt konnte sogar die Hälfte der Teilnehmenden ein Anliegen identifizieren, von dem sie gar nicht wussten, dass sie es hatten. Das ist ja auch immer ganz nett. Die hilfreichsten Methoden, die wir aus den Rückmeldungen bekommen haben, waren tatsächlich auch die Diskussion im Plenum, die Kleingruppenarbeit, die Beratung mit den Peers. Und die Teilnehmenden sagen uns auch, dass sie das didaktische Know-how, das sie aus der Veranstaltung oder aus den Veranstaltungen, denen sie teilgenommen haben, jeweils mitnehmen, als größten als größtes Pfund einschätzen, das sie daraus mitnehmen können. Soweit, dass alles, was wir zu Upgrade gesammelt haben, also Vorlagen, Strukturen, Veranstaltungsabläufe, Videos, werden wir alles ab August bei der Virtuellen Hochschule Bayern online verfügbar machen. Und es kann jeder, der daran Interesse hat, sich das Material runterladen, das weiter nutzen, verändern und vielleicht auch eigene Kooperationen oder Kollaborationen begründen.